Hi Leute, neues Video. Und zwar, wir fangen direkt einfach mal an. Morgen um 0 Uhr ist dann der Super Bowl, also am Sonntag, den 5. Februar. Und es wurde auch schon in den Comments beim letzten Video gefragt, ob man da was Neues zu Halo 4 zeigen wird, weil man das irgendwo aufgeschnappt hat, keine Ahnung. Wurde auch schon öfters angesprochen. Und ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass da nichts gezeigt wird, weil Frankie höchstpersönlich gesagt hat, dass man eben nichts zeigen wird. Er antwortet tatsächlich sogar so auf die Fragen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er lügt, weil 343 bis jetzt einfach noch nicht gelogen hat. Das Bild könnt ihr auch hier sehen. Damals haben ja auch schon viele Leute irgendwelche Trailer oder sowas bei größeren Spieleveranstaltungen erhofft und haben sich gedacht, dass 343 ihnen was vorlügt, um sie zu überraschen, aber dem war eben nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt eben geändert hat. Also zum Super Bowl wird es dann nichts geben. Allerdings werden wir noch neue Infos oder Videos vor der E3 kriegen, die dieses Jahr dann wieder im Juni oder Juli stattfindet. Hat Frankie auch bestätigt, könnt ihr hier auch sehen. Und ein finnisches Spielemagazin, ich spreche den Namen jetzt lieber nicht aus, ich buchstabiere es einfach mal PELAAJA, meint, dass Halo 4 eben am 29. Februar auf dem Spring Showcase gezeigt wird. Der ist dann in San Francisco. Und dazu können wir jetzt auch noch nichts Wirkliches sagen, weil das einfach nur dieses Magazin bis jetzt, wer weiß, vermutet weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir euch bis dahin auf dem Laufenden halten. Mehr gibt es eben noch nicht zu sagen. Wir müssen noch mal schauen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in die Comments. Ich werde dann eben mit meinem Profil drauf antworten. Und ja, haut rein. Ciao.